Haben wir ein hervorragendes Ergebnis. Für uns als Info, wie viel Material haben wir eigentlich, dass Bremsrohr so kaputt ist. So. Und herzlich willkommen zum heutigen Video und heute bauen wir Bremsleitungen an einer C-Klasse hinten um, beziehungsweise wir ersetzen diese, denn diese wurden bei der Hauptuntersuchung beanstandet, moniert und so darf das Auto nicht weiterfahren. Ja, und da habe ich mich so ein bisschen umgeschaut im Internet und was gefunden. Ja, eigentlich klang es erstmal super einfach, bis ich das erste Mal am Auto dran war und feststellen musste, hey, alles zusammenbauen, raus, Werkzeug bestellen, denn die Bremsleitung an einer C-Klasse, das ist übrigens ein W204, wir haben hier eine Limousine und da sagt ja nicht nur der Hersteller, sondern auch die Händler sagen, hey, deine Bremsleitung ist unterm Auto aufgetrennt und wir haben Bremsleitungen für dich, die genau für dieses Fahrzeug passen, quasi Verkleidung abbauen, ersetzen, entlüften, fertig. Edge, Leute, geht nicht, nein, die sind vom Werk aus, da war freundlicherweise, als ich die Schachtel aufgemacht habe, war da ein Zettel drin und da drin stand, lieber Kunde, falls du es noch nicht weißt, Original- oder Serienfahrzeuge wurden mit einer Bremsleitung ausgestattet, die vom ABS Steuergerät bzw. von der ABS-Einheit bis hinten hin in einem durchgehen. Ja, darauf war ich natürlich nicht vorbereitet, also ein zweites Mal und das ist heute. Ihr habt es gesehen, ich habe schon ein bisschen was zerlegt, um das alles frei zu machen und jetzt starten wir quasi ja, mit der eigentlichen Arbeit. Dafür habe ich mir aber ein paar Sachen bestellt und die wollte ich euch einmal zeigen, was man jetzt für diesen Umbau also zwingend benötigt und natürlich noch andere Werkstattintensilien, die man so haben sollte, muss man natürlich sowieso haben. So, als erstes einmal habe ich mir, ich glaube, für rund 60 Euro oder sowas Bremsleitungen bestellt und ich war direkt verwundert, denn wir haben hier 4 Stück. Man kann das auch sehen, das sind hier 2 lange und hier haben wir ja eine kurze und die zweite kurze habe ich schon mal so ein bisschen aufgebogen, letztes Mal. Und warum ist das so? Hier steht zum Beispiel drauf, hinten rechts. Ja, das ist die Bremsleitung hinten rechts, die lange Bremsleitung. Dann haben wir hier noch eine Bremsleitung und hier ist auch ein Zettel drauf. Hier steht auch noch was Lustiges drauf und zwar, hier steht hinten links. Leute, das ist aber nicht alles, denn wir haben hier nochmal 2 Bremsleitungen und zwar die kurzen. Und hier steht drauf, Mitte hinten links. Und auf dieser steht drauf, Mitte hinten rechts. Ja, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, was der Händler mir sagen will, aber ich glaube, ich vermute schon fast,
dass die Bremsleitungen dafür da sind, um die vom komplett hinten bis komplett nach vorne zu ziehen. Das ist meine erste Idee. Oder dass man hier zwei Optionen hat, je nachdem wie stark die Bremsleitung verrostet ist, dass man entweder nur unter der Hinterachse macht, bis zur Rathausschale, die ich gerade abgemacht habe, oder von den Bremssätteln bis unter die Fahrzeugmitte. Die ist nämlich da versteckt unter diesen ganzen Plastikgedönse. Ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Aber eine Sache, die weiß ich ganz sicher, ich werde die lange Bremsleitung bestimmt nicht bis zum ABS-Steuergerät ziehen, denn da habt ihr nämlich einen Haufen Arbeit vor euch. Das geht am Aggregateträger lang, die Motordämmung und alles, da geht es lang. Und so schön, wie das da jetzt aussieht, wenn ihr eine Bremsleitung ersetzt, wird es nie wieder. Deshalb werde ich die Bremsleitung nur da machen, wo sie kaputt ist, und zwar an der Hinterachse. Das schauen wir uns übrigens gleich noch einmal im Detail an. Aber jetzt zum Werkzeug, welches wir noch benötigen, wenn wir diese Arbeit machen möchten. Mit bei diesen Bremsleitungen waren zwei Adapterstücke, um die lange Bremsleitung, die kurze und die lange, miteinander zu verbinden, falls man die komplett machen möchte. So, und das war's zum Lieferumfang vom Zubehör. Dann, einen Rohrschneider habe ich mir bestellt, und zwar um die Bremsleitung, die originale Bremsleitung aufzutrennen. Der kommt gleich in Einsatz. Dann haben wir einen Bremsleitungsbördel-Werkzeug, ein Bremsleitungsbieger. Das ist was Schönes. Normalerweise, ich habe gedacht, ich nehme mir die Bremsleitung, biege die einfach so. Aber hey Leute, sieht im Video uncool aus, deshalb habe ich mir dieses Werkzeug gekauft, ist nicht wirklich teuer, Link findet ihr übrigens auch unten in der Videobeschreibung, macht Sinn, dieses Werkzeug zu verwenden. Des Weiteren habe ich mir noch ein Bördelwerkzeug, oder nicht Bördelwerkzeug, ja, ist das, ja, das ist ein Bördelwerkzeug, genau. Und zwar, wofür ist dieses Teil hier? Ihr seht, Bremsleitungen haben am Endstück so einen Pilz. So, das, und um diesen herzustellen, brauchen wir ein spezielles Werkzeug. Da gibt es dann verschiedene Werkzeuge, und weil es auch so viele verschiedene Werkzeuge gibt, gibt es auch verschiedene Meinungen, viele Bewertungen und sowas, und da habe ich einfach drauf vertraut, dass ich mir hier ein Markenteil kaufe und natürlich hoffe, dass ich damit anständig die Bremsleitung bördeln kann. Dieses ist speziell für DIN 4,75. Wir haben einmal einen Einsatz, dieser ist zum Bördeln. Ihr seht es hier an der Spitze, der kommt hier rein, zack, und dann wird das gebördelt. Und dann haben wir nochmal einen so einen Einsatz, diesen hier, und zwar, wenn wir die Bremsleitung reintun, dann muss man den vorher reindrehen. Und hier kann man es sehen, er ist genau auf der Hälfte, genau da, wo der Strich ist, kommt er an. Bedeutet, die Bremsleitung, die wir später bördeln möchten, darf maximal bis zur Hälfte hier durchgucken. Ja, dieses Werkzeug, einige werden sagen, da gibt es auch hydraulische Werkzeuge und. Ja, Leute, hey, da habe ich mir ein paar Videos angeguckt, wie die anderen größeren Werkzeuge ausschauen. Wisst ihr was? Die meisten, auch wenn die Hersteller es vorstellen, machen es am Schraubstock an einer Werkbank. Ich muss aber am Fahrzeug arbeiten und ich muss in der Rathausschale arbeiten, denn ich will die Bremsleitungen dort zusammen verbinden. Deshalb dieses kleine Werkzeug, und ich hoffe natürlich, dass dieses mich entsprechend weiterbringt. Ja, dann haben wir hier so eine Spezialpaste. Do not eat. Ja, die sollte man nicht essen. Das ist keine Marmelade, Leute. So, gehen wir mal kurz um das Auto und ich zeige euch die kaputte Stelle, welche moniert wurde, und die eigentliche Stelle, die wir ersetzen möchten. So, unterm Fahrzeug, unter der Hinterachse, und zwar haben wir die Bremsleitung, die kaputt ist. Also das ist der Heckantrieb, und die kaputte Bremsleitung ist genau hier. Normalerweise hätte ich schon fast gesagt, bis hier würde es nicht reichen zu reparieren, denn auch hier an dieser Stelle, wow Leute, die ist extrem vergammelt. Das muss auf jeden Fall neu. Ja, und diese geht hier irgendwie lang bis zum Bremsschlauch, Bremssattel, Bremsschlauch. Wir machen die hier ab und ziehen die einmal komplett raus. Wichtig an dieser Stelle ist, dass wir diese rausziehen, möglichst ohne sie gerade zu machen, zu verbiegen oder kaputt zu machen, damit wir ungefähr die gleichen Biegungen in die neue Bremsleitung reinbekommen. Beide Bremsleitungen kommen dann hier raus, beziehungsweise das ist die von hinten rechts, hier die von hinten links, gehen hier hoch, zack, in der Rathausschale lang und treffen sich dann irgendwo unterm Fahrzeug. Ja, und das wollen wir
entsprechend so wieder nachbauen. So Leute, das erste Stück der Bremsleitung habe ich einfach schon mal gerade gebogen und bis hinten hin durchgeschoben. Also guckt da hinten raus und wir gehen mal auf die andere Seite, denn wir müssen anfangen dort zu biegen. Ich kann die Bremsleitung nicht einfach jetzt durchtrennen, denn ich weiß nicht, wo dieses Stück enden wird. Ob hier, hier oder hier. Das müssen wir natürlich gleich sehen, wenn wir die ersten Biegungen vorne gemacht haben. So, und hier guckt das gute Stück raus. Die originale Bremsleitung, die geht hier lang. Ja, hier lang und kommt hier auf den Bremsschlauch drauf. Bedeutet, wir müssen dieses Stück ungefähr abmessen, dass wir genau hier ja, mit dem Knick ja, so irgendwie hier dran kommen. So, an dieser Stelle sieht es schon ziemlich gut aus. Also man hätte ja vielleicht ein bisschen kürzer machen können, aber das ist schon mal ganz okay. Und jetzt würde ich sagen, wo kommen wir denn hinten raus? Jetzt müssen wir die Bremsleitung natürlich auch auf der anderen Seite biegen, fixieren und sowas. Und da macht es Sinn, diese hier zu befestigen, damit die sich nicht anfängt zu verdrehen oder hin und her verschiebt. Und da habe ich schon mal zwei Kabelbinder vorbereitet. Und die suchen wir einmal anständig an, damit die Bremsleitung auf jeden Fall hier in dieser Position bleibt, denn ich kann diese von da drüben aus nicht in ja nicht im Auge behalten. So sieht's gut aus, sitzt fest. Und jetzt können wir hier dran rumbewegen, ohne dass die Bremsleitung auf der anderen Seite nämlich aus der Spur rausgeht oder raus rein rutscht oder ähnliches. Ja Leute, sieht echt gut aus. Ja, so, und da hätte ich jetzt schon gesagt, wir können diese Bremsleitung hier durchtrennen, damit wir ja, die alte rausholen und die neue verbinden können. So, damit die Bremsflüssigkeit auch nicht durchgehend tropft, nehmen wir mal einen Bremsenstopper und der kommt einmal aufs Bremspedal, ganz leicht betätigen, gegen den Sitz kontern. Und so sieht es aus, wenn es fertig ist. Ich habe hier noch so ein Stück Holz mit reingelegt. Und zwar, wenn ich gleich die Bremsleitung durchschneide oder öffne, kann es sein, dass der Druck verloren geht und dass dieses Brett runterfallen würde. Und dann schlägt das Pedal zurück und die Bremsflüssigkeit tropft ununterbrochen. So kann das nicht mehr passieren, weil der hier, zack, nämlich dran, ja, der kommt hier dran. Da die Bremsleitung jetzt schon gebogen ist, können wir die Kabelbinder hier abmachen. Und den Bremsschlauch einmal ablösen. Yeah, what if we...
diese Klammer hier nicht verlieren, die kommt später da drauf. Und es tropft jetzt noch ein bisschen Bremsflüssigkeit nach, aber das geht gleich vorbei. Das sind nur die Reste, die hier so im Steigrohr sind. Den neuen Bremsschlauch, den setze ich direkt hier schon mal an. Natürlich mit dieser Klammer. Gummitülle, damit das der Bremsschlauch hier auch nicht irgendwo scheuert, machen wir auch wieder auf den Bremsschlauch drauf. So, und dann berührt er nicht Metall auf Metall. Ja, dann können wir mal anfangen, diese Bremsleitung hier auszuhängen und zu schneiden, denn hier kommt das Verbindungsstück drauf und ja, so soll es aussehen. Also zack, Werkzeug ansetzen. Boah, ich habe mit so einem Ding noch nie gearbeitet, Leute. Schauen wir, wie das wird. Da haben wir's. Jetzt müssen wir die Bremsleitung einfach nur unten komplett aushängen und dann haben wir die alte Bremsleitung in der Hand. So, und jetzt machen wir hier das Verbindungsstück drauf und ja, natürlich so ein Teil und verbinden die eben zusammen. So, und jetzt müssen wir schauen, dass wir hier ja, den hier zusammengedrückt bekommen. Als erstes kommt die Verschraubung drauf, zack. Dann haben wir hier diese Do Not Eat Paste. Davon kommt ein bisschen was hier auf die Spitze. Also man kann es hier drauf machen. Oder ich hätte sogar gesagt, man macht jetzt hier auf das Werkzeug drauf. Das ist einfach so eine Paste, die für hohe Pressungen ja, gebaut wurde, damit das schön flutscht, obwohl es super feste gepresst wird. So, dann kommt unser Werkzeug zum Einsatz. Der Abstandshalter kommt rein. Dann lösen wir hier diese zwei Verschraubungen. Und wenn die gelöst sind, können wir die Bremsleitung hier einführen. So, noch ein bisschen. So, Bremsleitung kommt hier jetzt rein. Bis zum Anschlag.
dass es nicht wegrutschen kann. Also das muss schon festgeschraubt werden, aber nicht zu fest, sind halt nur M6er Schräubchen rein. So, Abstandshalter kann raus. Und jetzt kommt unser Presswerkzeug rein mit der Nase und die wird den Bremsschlauch entsprechend formen. Also, hier haben wir ein hervorragendes Ergebnis. Also sowas habe ich selten, dass ich so eine richtig gute Stauchung habe. Also Leute, ehrlich, das ist richtig gut. Ja, und jetzt machen wir das Verbindungsstück drauf. Klasse. Sieht echt gut aus. Tja Leute, und so sieht's aus. Das baue ich gleich hier wieder zusammen. Ihr seht, schöne Verbindung, geht hier runter, gleicher Abstand zu der anderen Bremsleitung. Wir gucken uns das jetzt noch einmal von unten an. So, die Bremsleitung verläuft am originalen Strang bzw. in der originalen Halterung und geht dann da hinten raus. Ja, dann hüpfen wir mal wieder hoch. Kommt hier raus, hier ist auch noch eine versteckte Halterung, da habe ich natürlich mit eingehangen, kommt hier raus, geht zum Bremsschlauch und tada, eine Bremsleitung ist fertig. Tja Leute, ich werde euch jetzt nicht zeigen, wie ich noch die andere Seite und noch bis nach vorne oder irgendwas noch mache. Eine Bremsleitung, die kaputt war, die habe ich jetzt ersetzt, habe euch gezeigt, wie die Vorgehensweise ist und ich denke, das war klar verständlich. Und jeder von euch, der sollte wissen, wenn er überhaupt da dran geht, das ist ja ein Bremssystem, jeder von euch, der da dran geht, sollte selber entscheiden, wie viele Bremsleitungen er wirklich neu machen möchte. Sind die anderen auch vergammelt? Ist es unterm Auto vergammelt oder sowas? Dann müsst ihr natürlich ein bisschen mehr machen. So, aber an dieser Stelle, videotechnisch, sind wir fertig. Ich werde jetzt nochmal zusammen mit euch das System entlüften. Wir holen die Luft raus, pumpen einmal die Bremse und schauen uns das noch einmal ganz genau an, ob das alles auch funktioniert, ob wir auch Bremsdruck haben, ob die Anschlüsse dicht sind. Den Bremsenstopper habe ich schon mal rausgeholt und wir gehen ran und schließen das Bremsenentlüftergerät an, um das Ganze zu entlüften.
So, ich sehe keine Luftblasen mehr. Das sieht gut aus. Einmal zumachen. Hinten links haben wir zwar bis jetzt noch nichts gemacht, aber wenn das Rad schon mal offen ist, hätte ich gesagt, gehen wir doch auch mal mit dem Entlüfter dran und lassen hier auch die Flüssigkeit mal ablaufen. So Leute, die Räder sind montiert, das Auto steht auf den Rädern und jetzt gibt es noch eine ganz wichtige Sache, die wir machen müssen. Also übrigens, das Entlüftergerät ist auch schon abgebaut und diese Sache, die müsst ihr auf jeden Fall immer machen, wenn ihr irgendwas an einer Bremse macht oder irgendwas an einem Bremsschlauch oder Bremsleitung, und zwar euch erstmal ins Auto reinsetzen und das Bremspedal betätigen ein paar Mal und dann draufdrücken und halten, richtig auf Druck und gucken, dass das Pedal nicht abhaut. Haut das Pedal ab, dann habt ihr irgendwo eine Undichtigkeit. Und nebenbei bemerkt, genau das habe ich auch gemacht, als das alles hier ab war. Da habe ich euch, glaube ich, sogar gesagt, wir gucken uns das gleich an, ob das alles dicht ist. Ich habe da ein paar Mal drauf getreten, es ist alles dicht. Das Pedal, das hält den Druck und ja, wir sind eigentlich fertig, ne? Und wie schon vorhin gesagt, ach, das erzähle ich euch gleich erstmal. Wir machen das Schlusswort am Tisch. So, was ich sagen wollte, also ich habe jetzt nochmal zwischendurch den Unterfahrschutz montiert. Was ich sagen wollte, für euch natürlich ganz wichtig, die Bremsleitungen, die kaputt sind, die macht ihr natürlich neu. Ich habe jetzt die eine neu gemacht, weil der Tag ist jetzt auch schon wieder total rum und die zweite Bremsleitung, die war nicht wirklich kaputt. Aber schauen wir uns die an, die speziell unter der Hinterachse ging und die hat es echt in sich. Also, ja. Die ist gut beschädigt. Ich zeige euch jetzt mal so eine Stelle hier. Das geht eigentlich noch. Jetzt geht es hier weiter. Aber hier, Leute. So, das geht natürlich nicht mehr. Ne? Und wie stark kaputt sind wir denn hier? Das wird mich jetzt wirklich interessieren. Ist es so, dass es jetzt schon bedrohlich ist, so wie das hier aussieht? Also das ist schon wirklich eine ganze Menge. Machen wir doch mal eins. Wir gehen dann mal mit einer Feile dran. Das ist wirklich die schlimmste Stelle, die ich hier sehe. Gehen wir da gerade mal mit einer Feile dran und gucken, ob wir irgendwie durchkommen oder ob wir noch blankes Metall finden. Geht so, Leute, oder? Also ich habe es komplett
komplett entrostet gekriegt, so dass wir ja schon fast, also ein bisschen könnte man natürlich noch entrosten, so dass wir hier normalerweise hätten entrosten können und drüber lackieren. Aber das sah schon wirklich kriminell aus. Ne? Sowas macht man auch nicht, so wie ich da jetzt grob dran gegangen bin. Aber einfach nur so für uns als Info, wie viel Material haben wir eigentlich, wenn der Bremsschlauch, das Bremsrohr so kaputt ist. So, jetzt knicken wir das mal genau. Oder ich fasse jetzt ein bisschen weiter weg und knicke das. Und dann schauen wir, welche Stelle sich wirklich umknickt. Ob es die ist, ob da Material fehlt. Oh ja. Ah, das ist wirklich weich hier an der Stelle. Seht ihr? Oh, da ist er schon aufgegangen. Ja. Und so sieht's aus. Also wir haben wirklich wenig Material hier an der Stelle. Es war wirklich dünn. Ich hätte jetzt schon fast gesagt, paar Monate hätte es noch gehalten. Naja, aber ich bin jetzt auch wirklich grob dran gegangen. Das habt ihr selbst gesehen. So hart geht man da wirklich nicht dran. Aber nichtsdestotrotz, es war stark vergammelt und musste erneuert werden. Denn wenn wir jetzt hier so ein Stück nehmen, wo gar kein Rost ist oder sowas und ich knicke das durch, der biegt sich schön gleichmäßig und es gibt keine Stelle, die wirklich nachgibt oder sowas. Wir haben einen schönen Bogen. Er geht auch nicht seitlich auseinander oder sowas. Also es geht eigentlich schon. So, und das können wir jetzt beliebig mit allen Stellen machen und ich sehe auch hier, obwohl hier so viel Gammel ist, haben wir keine Stelle, die sich von den anderen von den heilen Stücken abhebt. Also obwohl hier wirklich sehr viel Gammel ist, sollte man meinen, ja, die bricht gleich oder was auch immer. Nein, Leute, es ist hier nicht weicher oder so. Ja, das war's in diesem Video, ne? Bremsleitung wechseln, Bremsleitungen erneuern, wo ich wirklich begeistert bin, ist dieses Presswerkzeug für die Bremsleitung, hat wirklich super geklappt. Ich kann mich da an früher erinnern oder in einer freien Werkstatt, wenn man da mit irgendeinem Bördelgerät abgehangen hat, die Dinger, die muss man irgendwie zusammenquetschen oder so, die Bremsleitung rutscht nach innen durch beim Verpressen oder sowas, dann ist die Pressung nur halb gut oder auf halber Seite und sowas. Also da habe ich schon so viel Theater gehabt, deshalb dachte ich, komm, für das eine Mal, auch für dieses Video, für euch, ne, um das zu zeigen, da musst du mal was Anständiges nehmen, beziehungsweise ein Werkzeug, was wirklich funktioniert. Und ich muss sagen, es ist nicht teuer. Und hat super funktioniert. Die Pressung sah tipptopp aus. Ja, das war's in diesem Video. Das war's in diesem Video, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Gefallen daran. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen einen Tipp mit auf den Weg geben, wie die Herangehensweise an so eine Reparatur ist. Ja, und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich würde sagen, bis demnächst. Wir sehen uns hier auf YouTube. Tschüss, euer Schrauber.